Herzlich willkommen zu SAK TV Markt. Morgen startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Alle sind gespannt darauf zu sehen, wie Deutschland abschneidet und welche Mannschaften am 15. Juli in Moskau im Finale stehen. Die Dalmar GmbH und Co. KG lädt Kunden, Freunde und Interessenten ein, alle Spielergebnisse mitzutippen. Der beste Tipper bzw. die beste Tippgemeinschaft gewinnt ein Dalmar-Fanpaket für maximal 15 Personen. Zudem wird für jedes Tor, das die deutsche Mannschaft während der WM 2018 schießt, ein Oreo-Duschablauf mit Fußballoptik verlost. Also dann, tippen Sie mit unter dalmar.de oder direkt in der Kicktipp-App mit dem Gruppennamen Dalmar-WM. 270 Jahre Villeroy & Boch. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet das Unternehmen exklusiv für Installateure und Einzelhändler eine besondere Aktion. Bis zum 15. November haben Kunden die Möglichkeit, Kaufnachweise von Villeroy & Boch Produkten zu sammeln und in Punkte zu verwandeln. Diese können im Villeroy & Boch Shop gegen Prämien eingetauscht werden. Die Aktion gilt unter anderem für alle Keramik Plus Produkte und für alle V-Clean Dusch WCs. Interessierte Partner mit Zugang zum Villeroy & Boch Professionals Portal können sich direkt an den Villeroy & Boch Service oder Außendienstkontakt wenden, um an der Jubiläumsaktion teilzunehmen. Die SAK Innung München investiert rund 18 Millionen Euro in ihren Neubau in München-Obersendling. Hier entsteht das modernste SAK Bildungszentrum Europas, sagt Ralf Sure, Geschäftsführer der SAK Innung München. So kommen zum Beispiel Schaufenster in Wänden und Böden zum Einsatz, die Leitungssysteme und Rohrinstallationen sichtbar machen. Die Seminarräume und Werkstätten, unter anderem für die Bereiche Wärme, Wasser, Umwelt und Elektrotechnik, sollen so ausgestattet werden, dass eine maximale Flexibilität im Bildungsbetrieb gewährleistet wird. Und auch das von der Innung vertretene Spengler-Handwerk erhält seinen Hingucker durch eine kupferfarbene Metallfassade, die das gesamte Gebäude bekleiden wird. Der renommierte Künstler Jörg Haighaus alias Alex Diamond widmet sich aktuell den vier Jahreszeiten und schuf jetzt den Holzschnitt Frühling. In Kooperation mit Geberit kommt seine Kunst jetzt ins Bad. Als streng limitierte Sonderedition werden dieses Jahr pro Quartal je 5 Sigma 50 WC-Betätigungsplatten mit einem Jahreszeitenmotiv verlost. Das Gewinnspiel findet online auf der Webseite von Geberit und auf deren Facebook-Seite statt. Für die Verlosung der Frühlingsedition können sich Interessierte seit dem 11. Juni 2018 anmelden. Kommen wir nun zu unserer Produktvorstellung, heute mit der neuen Estrada 2 Keramikserie von Ideal Standard. Ideal Standard präsentiert mit der Estrada 2 Keramiklinie die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Estrada-Serie. Das Design wurde entworfen von dem britischen Designer Robin Levine, der schon in langjähriger Verbindung mit Ideal Standard steht. Er hat eine Serie kreiert, die konsequent ein Soft-Edge-Design umsetzt und nimmt damit den internationalen Trend zum soften Minimalismus auf. Die dünne Wandung der Keramik wird fortgeführt und um den Waschtisch herumgeführt und bietet somit ein sowohl Design- als auch funktionales Feature. Der geschlitzte Überlauf und die keramische Ablaufabdeckung runden das Design ab. Ideal Standard bietet 29 Waschtische an. Wandwaschtische, geschliffen und ungeschliffen, Aufsatzwaschtische, Möbelwaschtische, Handwaschbecken und Ein- und Unterbauwaschtische. Alle WCs werden konsequent mit der von Ideal Standard patentierten Aquablade-Technologie angeboten. Wir runden das Sortiment mit der Möbellinie Adapto ab. Diese besteht aus einer Vielschicht an Konsolen und Waschtischunterschränken. Das war SAK TV Markt. Morgen in unseren Nachrichten geht es unter anderem um die Grundsteinlegung für das neue Office 2020 von Vilo. Also bis dann. Tschüss.